Servus Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video in der Superliga. Und ja, das Go-Kampfwochenende liegt hinter uns. Ich habe jetzt mal dieses Team am Start mit Gallas, Mogmog, Morlord und Trifzepeli. Ich muss sagen, ich habe am Wochenende viel mit Smogmog gespielt, hat schon Bock gemacht. Bin nur am Überlegen, was die beste Backline ist. Ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt einfach mal hier, wie schon erwähnt, Morlord, Trifzepeli. Ist, glaube ich, nicht schlecht, aber es gibt halt immer so Corebreaker. Dennoch, schauen wir mal, was wir so reißen können. Punktemäßig war ich auch dann wieder knapp über 3000 dann wieder gedroppt, also ja. Aber ist eigentlich egal, denke ich, weil Hauptsache den Staub, also Sternstaub mitnehmen und das ganze Zeug. Das ist eigentlich, ja, wir gucken mal, was der Gegner macht. Bin sehr gespannt. Ja. 12, 14, 15. Das ist halt die Sache, weil Schmarotzer wird ja nicht finishen. Aber dann ist Sofortattacken tun halt extrem weh. 17, 18, ja. Ich bleib dennoch mal drin, könnte es dann potenziell rausgehen, aber ja. Machen jetzt einfach mal den hier. Okay, das war so ein Gleichstand. Lass uns, glaube ich, sogar farmen. Ich muss mal überlegen. Ja, lass uns einfach farmen. So 20, glaube ich. Ich muss sogar so einmal schilden, denke ich, weil ich will lieber hier Energie. Schild auf jeden Fall einmal rein. Hast jetzt leider den Wechsel. Also wenn ein Yugong hinten ist oder so, wäre jetzt blöd. Aber wir gucken mal, wenn es doppelt Gift ist, könnte vielleicht was gehen. Okay. Joa, ich sag mal so, also ja, ist das nicht so schlecht. Gehen wir hier auf den Spukball direkt. Setzt nicht ein. Also wenn hinten Akku ist, Akku-Stelle, wäre ich auf jeden Fall froh. Da haben wir unser, guter Shit leider. Acht. Ja, hast gut gewartet. Schild nochmal hier. Ich könnte es jetzt irgendwie abfangen, aber ja, ich riskiere es hier auf den CMP, denke ich nochmal. Ja. Okay, was ist hinten? Schon ein bisschen verdächtig hier, dass du nochmal reingeschüttet hast, also willst du das Teil auf jeden Fall nicht sehen. Und ja, da haben wir es auch schon, Akrostella. 5, 6, ja, das ist halt das Geile, dann trifft Zibli. Das kann echt extrem viel reißen. Und das wird auf jeden Fall auch gut Schaden machen. Machen wir uns nichts vor. Und ja, jetzt sollten wir dich auch hier wahrscheinlich hier outspeeden. Brauchst schon zwei Laken. 12. Ja, Gegner hat's eingesehen, auf jeden Fall GG. Also das Geile an Smogmog, das hat ziemlich schnell den Wirbler und der macht schon ein bisschen Schaden, deswegen schon nicht so verkehrt. So Knuddelhof geht im Prinzip. Mal gucken, was du ja, machen wirst. Ja, ich gehe direkt hier. Ich werde zweimal schilden, ja, zur Sicherheit. 6, 7, ja, ja, ich schilde zweimal rein. Steinkante wäre zu problematisch und ja. Haben dann immer in den Eissturm gehen. Okay, immerhin. Dann kann ich vielleicht sogar einsetzen. 2, 3, vielleicht sogar noch besser, weil dann kann ich mein Schild aufheben. Wir könnten jetzt ein Schild sehen, aber ich denke ja nicht, weil du bist dann abgeschwächt. Also dann vielleicht nicht so viel Sinn machen aus deiner Sicht. Sieht's aus. Direkt hier auf Eissturm. Kriegen vielleicht noch einen zweiten hin. Hinten könnte noch ein Mudboy sein, aber dann haben wir ja unseren Morlord selber noch. Also müsste schon irgendwie gehen. Ich will jetzt eigentlich ungern raus, weil wenn das ein Mudslapper ist, dann kann ja Smogmog unmöglich dagegen kämpfen. Das ist ja das Geile, wir haben echt gut Schaden gemacht. Ich weiß, erstaunlich, dass es resistiert, aber ist uns völlig egal gewesen. Und ich gehe zu sicher nochmal Smogmog, falls du einsetzt. Und du wirst eh rausgehen. Oder wir machen was nicht gegen Smogmog. Okay. 3. 4, 5, 6, okay, doch trifft Zepeli, interessant. Das ist das Geile an Wirbler. Ich weiß, du wirst jetzt zweimal schilden und so, aber wir werden auf jeden Fall hier gut Schaden machen. Das ist der Eissturm. Den werden wir noch tanken, denke ich. Machen noch einmal Wirbler. Ja. Und jetzt brauchen wir, oh, ich hätte sogar Hitzekoller gehabt. Ja, das war jetzt schlecht. Ich hätte Hitzekoller einsetzen sollen. Ich hoffe, du schildest das dennoch. Oh. Ja.
7. War vielleicht doch nicht so gut gespielt. Ich werde auf jeden Fall mal schilden. Obwohl, wir gucken mal. Ich muss ja auf jeden Fall reinschilden. Potenziellen Spukball. Ja. Ja, das Gute ist, ich glaube, Knuddeluff, ja. Mal gucken, was für Attacken reinkommen, aber sollten wir schon tanken, hoffentlich. Ja, ich setze einfach ein. Und ja, will jetzt hier noch kein groß, also nicht groß erstauner Schaden noch abbekommen. Und da noch ein paar Lehmschuss, ja. Selbst wenn wir das nicht tanken, ich glaube, ein, zwei Feenbriesen sollten reichen. Wir sollten noch einen Charm überleben. Hoffentlich, aber vielleicht könntest du Back-to-Back Sternschau haben. Ich denke nicht. Ja, auf jeden Fall GG an den Gegner. Also Morlord nach wie vor ein guter Safe-Shop. Natürlich, wenn man jetzt einen Flyer hat. Schon nicht schlecht. Natürlich muss man einmal schilden, aber entsprechend wirklich trifft Zippeli, wenn ihr das habt. Geiles Ding. So. Ja, ich bleib wieder drin. 8, 10, 12. Okay, das ist direkt auf Schmarotzer. Macht Sinn, da muss ich kurz aufpassen. Weil könntest du mich ja potenziell snipen oder sowas in der Art. Mach mal den hier. 3, okay. Ist auf jeden Fall Wirbel. Ich habe leider keinen Knuddel, aber ich bin eher so Fraktion Overheat. Also Hitzekoller ist schon. Okay, ja, hast gut gerochen. So, ja. Leider den Braten gerochen. Aber müsste es jetzt potenziell reinschillen. Ja, okay. Machen wir das gleiche wie vorhin. Schild einmal rein. Ich hoffe, dass wir irgendwie sweepen können. Guck, also, bist ja schwach gegen Fee. Also, könnte schon irgendwas mit Gift sein. Wird schon Sinn machen. Haben wir auf jeden Fall schon ein bisschen Energie getankt. Okay, das ist kein Gift. Okay. 2. 3. Wirst du schilden? Nassschweif überlebst du? Deswegen werde ich nicht baiten, oder was? Nein, ich werde nicht baiten. Zur Sicherheit, weil Nassschweif solltest du, glaube ich, noch tanken und ja, könntest du wissen. Dementsprechend einfach hier Steinkante. Okay. So, und jetzt brauchen wir den Schild. Wir brauchen einen Spukball auf jeden Fall. Ich glaube, Spukball wird nicht finishen. Aber wir machen das jetzt einfach. Ja, könntest aber Back-to-Back dann aufbauen hier. Und let's go! Der Wallet hat auf jeden Fall die Backline gesweept. Und das Geile ist halt, ich konnte dann immer auf die dicke Attacke gehen, weil ich habe drüben noch den Spukball potenziell gehabt und der hätte auch gut Schaden gemacht. Entsprechend haben wir hier schon mal einen schlechten Lead. Ich werde mal unseren Safe-Swap gehen. Unseren safen Safe-Swap. Oh, 2, 3... Ich gehe auf Chip Damage. Ich weiß, Wegbereiter und so. Ich würde gerade so, wenn ich hier einen Schild bekommen könnte, aber ich denke eher nicht. Okay, dann werde ich hier nicht schilden. Ich würde auf jeden Fall nicht schilden, weil wir haben den Hitzekoller. Egal wie oft du uns abschwächst, ich glaube, der sollte finishen. Und anfallen, okay. Bait ist hier rein. Ja, ich weiß, CMP verliere ich. Obwohl, weißt du was? Nee, ich heb immer die Schilde auf. Ich hätte schilden können, ich heb immer die Schilde auf. Machen wir den hier. Wir einen Nutzen aus unserem Smogmog bekommen. Und ja, mal gucken, ob der Wegbereiter einsetzt. Wird auf jeden Fall ein bisschen mehr machen. Und wer gewinnt hier eigentlich CMPs? Also Achiados, ich weiß auch nicht wieso, aber gewinnt extrem viele Gleichstände. Deswegen gehe ich auf Overheat. Der wird auf jeden Fall 100% finishen. Die Frage ist, wirst du schilden? Das ist die Frage, die gerade im Raum steht. Du wirst nicht schilden. Direkt drüber. Oh, ah ja, Moment, aber es ist nicht zu Ende das Game hier. Ist nicht zu Ende. 4. Ja, ich schild einmal auch die Kreuzschere. Ja, ich muss eigentlich auf den Spukball gehen. Ich muss ja auf jeden Fall auf den. Ja, guter Bait. Ich gehe auf Eisstuhl. Das sollte auch schon weiterhelfen. So, und jetzt. Mal gucken, ob du schildest. Okay, schildest so oder so rein. Ja, genau auf Eissturm. Ich weiß, ich bin schon extrem low. Aber ja, jetzt könnte Knogger oder Nogger, besser gesagt, leider farmen.
Mal schauen. Eins. Ja, leider ein ekliger Farm Down. Kriegen ganz knapp nicht die Attacke hin. Und du hast Back-to-Back. Ja, es war ganz schlecht gespielt. Ich hätte rausgehen müssen. Das glaube ich. Du hast noch nicht Back-to-Back, glaube ich. Nee, doch. Ja, ich glaube, Wirbel hat nicht gereicht. Das habe ich ganz schlecht gespielt. Also, der Farbdown hätte nicht passieren dürfen. Dennoch, starkes Team vom Gegner. Aber ich konnte dann schon raus, aber habe da irgendwie nicht drauf geachtet. Aber hätte ich irgendwie noch den Hitzekoller wahrscheinlich hinbekommen. Dementsprechend leider nicht gut gespielt, aber dennoch, wie gesagt, gut vom Gegner gemacht. So dumm, Ise. Ja, ist ein bisschen eklig hier wegen Schlagbohrer. Siebe, na, müssten vielleicht. Aber abfangen geht jetzt nicht wirklich. Geh einfach hier auf Hitzekoller. Und jetzt gehen wir auf Warlord. Okay. Zwei. Ja. Fünf, sechs. Ja, und wir haben es immerhin mal rausgelockt, wenn man so will. Hat Dubisel leider gut Energie. Könnte noch problematisch werden. Ich werde aber hier nicht chillen. Auch nicht die Hydro-Pumpe, die potenziell jetzt reinflattern könnte. Ich hoffe natürlich Eisstrahl oder. Okay, Knuddler, ja, wird auch wehtun. Oder tut auch weh. Drei. Ja. So, jetzt bist du beim nächsten Knuddler. Oder Eisstrahl, wissen es noch nicht. Ja. Das können wir natürlich nicht chillen. Oder gut, ja, hätte man chillen können, aber weiß jetzt auch nicht. Hier ist hier schön ein Smogmog. Vielleicht einen Drill Run abfangen. Ich glaube, du wirst aber direkt einsetzen, ja. Du warst bei 6. Vielleicht jetzt den Schlagbohrer abfangen. Ich versuche es, ist riskant, aber ich mach's einfach. Okay, hast nicht eingesetzt. Okay, perfekt. Das war wichtig. Und jetzt ist halt die Sache. War das jetzt gut? Jetzt kannst du halt mehr farmen. Aber reicht ein abgesenkter Schlagbohrer, um mich rauszunehmen? Vielleicht war das wieder ein Fehler. Okay, wir müssen nur einmal ausholen. Aber du hattest viel Energie. Ich werde einsetzen. Ich glaube, du hast nur 1 KP. Ich werde einsetzen. Ich glaube, du hattest nur 1 KP. Und ich glaube, du solltest jetzt durch den Schild hindurch einen Schaden nehmen. Wir werden sehen. Ja, dem ist auf jeden Fall so gewesen. Glück gehabt, dass du nur 1 KP hattest, weil du hattest ja die nächste Attacke. Trotz Absenkung hätte das wahrscheinlich gereicht und konnten hier ein 4:1 eintüten. Mal gucken, ich mache nochmal ein zweites Set. Mal schauen, wie sie laufen wird. Und ja, ihr habt schon gesehen, Galar Smogmog ist ein sehr interessantes Pokémon. Macht auf jeden Fall echt Bock. Und ja, deswegen mal gucken, wie es weitergeht. Ja, das eine Match mit Nogga im Lead hätte man potenziell auch noch mitnehmen können. Da habe ich, wie gesagt, gechoked, aber ja, gehört vermutlich dazu. Versuche immer hier ein bisschen zu analysieren und entsprechend, ja, machen wir einfach das Gleiche hier. Mit Hitzekoller, der hat vorhin schon gut Schaden gemacht. 5, 6. Siepen, ja, die achten alle auf ihr Timing, was auch Sinn macht. Könnte natürlich direkt auf Schlagbohrer auch gehen. So, und jetzt mal schauen, was du machen wirst. Okay. Ja. Fiaro. 3. Ich gehe einfach auf Nassschweif, ich weiß, aber das wird auch schon viel Schaden machen. Aber selbst wenn du nicht schildest, wäre nicht schlimm. Ja, ich weiß. Okay, lässt das noch gewähren. Das könnte interessant sein, weil. Also war erstmal ein guter No-Shield, also muss ich sagen. Hat schon Sinn gemacht. Ja. Ich glaube, Fliegen müssten wir vielleicht noch tanken. Und dann. Ja. Ich glaube, CMP hat mir eh verloren. So, und jetzt vielleicht sogar mit Smogmog runterfahren. Ne, ich glaube, die einzige Möglichkeit ist jetzt, ich farm das Dummiesel komplett runter mit
Ja, ist gut. Ich hoffe, das war der Steinhagel. Ich weiß es nicht. Das wäre sehr hilfreich. Du hattest, glaube ich, bis jetzt bei Back-to-Back. Okay, immerhin hier einen Steinhagel abgefangen. 2, 3, 4. Vielleicht hier ein Overheat. Okay. Ich kriege hier nur eine Attacke hin, glaube ich. Dann hätte ich 2 hinbekommen. Kann sein, dass ich vielleicht sogar 2 hinbekommen hätte. Ich habe es nicht ganz genau gesehen. Ah, guter Schild, leider. Ja, du kriegst 2-mal Donnerschlag. Und ich muss dich runterfarmen und dann muss ich einen Eissturm auf Dummiesel landen. Hoffe, dass mich bis dahin die Einäscher nicht wegschmelzen lassen. Boah, wie viel hat es an Energie? Nee, ich glaube, ich muss doch einsetzen. Nee, ich muss runterfarmen. Und jetzt der BM-Spukball. Ich glaube, der reicht schon. Und ja, das war sehr, sehr knapp. Also auf jeden Fall gut, dass du das jetzt Doppelfeuer war. Auf jeden Fall jetzt glücklich. Aber auf jeden Fall GG an den Gegner. Ich hätte vielleicht auch 2-mal Wirbler hinbekommen, aber habe jetzt nicht genau die Sofortattacken vom Gegner irgendwie gesehen. Also, wie soll ich sagen, das war so asynchron und dann weiß ich auch nicht. Also, ihr wisst, wie es ist manchmal. Das ist der Endgegner. Ich muss, glaube ich, drin bleiben. Sau blöd. Aber ich kann jetzt unmöglich in Morlord gehen. 6, 7, 8. Ich gehe erstmal auf Wirbler. Willst du überhaupt einsetzen? Das würde ich gerne wissen. Ich glaube, wenn dann nicht direkt, oder? Ist jetzt bei 7. Ich glaube, wenn dann nicht direkt. Ich gehe aber die ganze Zeit auf. Ja, mach mal so lieber zur Sicherheit Chip Damage. Bolterus habe ich lange nicht mehr gesehen, aber das ist leider sehr stark. Außer natürlich gegen Morlord, aber. Ja, mach einfach den. Ja, ich weiß, hätte auch Hitzekoller gehen können, aber. Mach einfach den hier. Sieht schon jetzt schlecht aus, also haben extrem gut hier das Bolterus runtergechippt. 10. Ja, perfekt. Okay, das lassen wir jetzt. Das war eigentlich geil. Ihr habt es gesehen, der Wirbler-Spam, der kann schon eklig werden. So ist es nicht. Oh ja. Ne, sieht schlecht aus hier. 5, 6. Oder hast du Doppelpflanze? Das sieht schlecht aus. Du hast leider Doppelpflanze. Und hinten ist ein Tropius oder so. Ja, aber schon verloren. Haben wir leider schon verloren. Ich hoffe, das überlebst du nicht. 5. Ja, gut, Aeroas. Muss jetzt nicht unbedingt chillen, eventuell. Ja, du wirst dein Bolterus natürlich schilden hier. Macht Sinn. 4. Ja, ich hätte irgendwie das Bolterus. Vielleicht doch dann irgendwann mal Hitzekoller einsetzen. Wäre vielleicht echt besser gewesen. Naja. Das wirst du natürlich schilden. Und hinten ist ein Tropius. Vielleicht mit Luftschnitt. Wäre vielleicht noch potenzielle Win-Konto, aber ich denke eher nicht. Oh, ja, noch schlimmer. 2, 3. Wenn man nur das durchlässt. Aber nee, ich glaube, das. Wir werden sehen. Wir werden es auf jeden Fall mal sehen gleich. Ja, guter Schild. Ich habe leider keine Energie mehr. Aber heftiges Team leider vom Gegner. Ja, ich kann eigentlich aufgeben. Wirklich GG an den Gegner. Heftiges Team leider. Ich glaube, am Anfang Wirbler war okay, aber dann irgendwann gegen Ende auf Hitzekoller zu gehen, das hätte, glaube ich, extrem weitergeholfen. Aber jetzt ein bisschen ein neues Matchup, weil ja, Bolterus wirklich lange nicht mehr gesehen. Aber hat auf jeden Fall schon, war schon nicht schlecht sozusagen. Ich geh mal hier direkt. Ich weiß, wir können das Pflanze haben, aber wir locken es raus. Okay, das ist natürlich blöd. Gebe ich zu. Geh einfach auf Nassstreif die ganze Zeit. Ein bisschen blöd gelaufen jetzt hier. Hinten vielleicht Dummiesel, das könnte sein. Ich krieg nur eine Steinkante hin, denke ich. Ist jetzt bei 10, hast leider massig Energie. Soll ich vielleicht mal schilden? Nee, ich glaube nicht. Kriegst zwar mal Flora hin. Ja, wenn hinten Dummiesel ist, habe ich eh verloren, aber. Ja. Ja, aber wirklich starkes Team hier. Vielleicht muss ich eine Flora schilden, aber. Naja, es ist ein bisschen nicht optimal hier.
Ja, ich glaube, einen Wirbler sollte ich schon hinbekommen gegen Fiavo. Der würde schon ein bisschen machen. Ich glaube, ich hole nicht mehr. Ich gehe einfach auf Wirbler. Ich hole nicht mehr aus, zur Sicherheit. So, bis jetzt bei 2x1 Escher. Ich kann nur hoffen, dass hinten nochmal Pflanze ist. Dann könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass wir noch irgendwie den Win holen. Aber ansonsten, ja, das wird schon hier alles sehr viel Schaden machen. Ich glaube, du outspielst uns sogar. Weil mit Fliegen hast du leider sehr schnell. Sogar Nitro-Landung. Okay, dann hast du es ein bisschen langsamer. Dann sogar ein bisschen langsamer. Hast jetzt halt mehr Damage. So, ja, ja. Bis jetzt bei der nächsten Nitro-Ladung. Wahrscheinlich dann Sturzflug oder was. Okay. 6. Ne. Müssen dich jetzt komplett farmen, aber ich glaube, es wird nicht funktionieren. Müssen dich jetzt hier farmen. Hast sogar, ja gut, hast Fliegen. Den hast du, glaube ich, jetzt direkt nochmal Fliegen. Ja. Ne, auf jeden Fall stark. Ja, vielleicht doch nicht in Morlord gehen. Das war zu, eigentlich war zu erwarten, dass du irgendwie Pflanzen hast. Deswegen, aber wirklich Fiavo leider immer noch OP. Ja, also deswegen vielleicht, also ich meine, jedes Team hat Schwächen. Fiavo ist natürlich eine davon und kann man auch anders spielen. Die Frage ist halt, wie, ich weiß nicht, so das, ich bleib mal drin. Ich habe jetzt kein klassisches ABB-Team. Ich habe einfach drei verschiedene Pokémon, deswegen okay. Ja, das war nicht so gut. Weil ich brauche ja Morlord gar nicht mehr gegen Ariados wegen Wegbereiter. Das war jetzt ein bisschen im Eifer des Gefechts. Hätte ein Morlord gehen müssen, hätte ich richtig geil. Also hier wollte ich dich auch. Das wäre, glaube ich, besser gewesen mit Morlord. Hätte ich ja, glaube ich, auch gar nicht schilden müssen. Ich hoffe, das und ein Erstauner reicht. Hätte eigentlich keinen Bock zu schilden, aber ja. Wir werden sehen. Okay, hoffentlich reicht der Erstauner jetzt. Das war wichtig. Das war extrem wichtig. Ich gehe auf Eissturm direkt. Okay, das sieht vielleicht, ja. Lasst mich kurz überlegen. Lasst mich kurz überlegen. Puh. Ich muss, glaube ich, ins Bogmore gehen. Das macht alles keinen Sinn. 2, 3, 4. Ja, macht alles keinen Sinn. So, bis jetzt bei Eissturm. Wenn wir jetzt ein Schild sehen, dann könnte es was werden. Okay, ich werde es einfach sacken hier. Ich werde es komplett sacken. Ja. Spukball überleben wir noch, weil du abgeschwächt bist. Und okay. Ja, direkt die Steinkante. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen overfahren müssen, egal. Wir kriegen so oder so einen Wirbler hin bei Smogmog. Okay, das war. Ich werde nicht einsetzen. Ja, Gegner hat es gerochen. Weil ich will nicht, dass Trifzepeli farmt. Naja. Ja, gut, dass du das überlebt hast. Weil ich will nicht, dass Trifzepeli dann noch farmt. Ja, und das Gute ist halt, die Wechselung ist so asynchron. Entsprechend kann ich hier gleich einfach ausholen und kann dann gleich raus. Ja. Ja, Gegner hat es eingesehen. Auf jeden Fall GG. Ja, vermutlich wäre es besser gewesen, einfach drin zu bleiben mit Ariados, weil, ja. Mit Schilden mache ich auf jeden Fall keinen Schaden gefühlt und Akrosellas Hefstop, ja, ich meine, es gibt so viele Pokémon mit Lebensstelle und so weiter, also war schon nicht unproblematisch. So Taubos auch interessant. Auch nicht schlecht. Ich gehe mal auf Wirbler zur Sicherheit. Wenn du Hitzekoller geschildert hättest, wäre das nicht so geil gewesen. Okay. Ich bin da gut gerochen. So, wie verfahren wir weiter? Jetzt kommt der Schild. Ja, viele spielen mit der Aeroass inzwischen. Ich werde nicht schilden. Würde, ist auch nicht schlechter Aeroass Sturzflug. Ich sag, wie es ist, weil Windstoß macht ja, weil Windstoß macht schon gut Schaden. Deswegen, das ist gar nicht so verkehrt. Das ist, glaube ich, ist das wieder Sturzflug? Ich glaube, so schnell nicht, aber muss man mal die Counts angucken, aber Taubos ist wirklich ein sehr interessantes Pokémon. Das extrem viel Schaden austeilt. Ja, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, hast du überhaupt nicht gesehen. Obwohl, ich glaube, 9 hast du jetzt. Ich schild mal rein. Eisturm ist immer nach 8 und dann 7 müssten sein. Genau. 2, 3, 4,
Ich werde nicht baiten. Macht, glaube ich, keinen Sinn. Solltest du wahrscheinlich nicht chillen. Sondern jetzt leider Taurus noch vor der Brust. Base, die Erstauner resistiert. Aber wir haben immerhin den Eissturm direkt. Sag nicht, ich hatte One-Turn-Lag. Boah, das wäre richtig eklig gewesen. Nee, ich glaube, ich hoffe nicht. Weil manchmal ist das jetzt sehr... ja. Guter Schild leider von dir. Ja, ich hebe mir das Ding auf hier. Auch wenn es Aeroras ist, ich hebe es mir auf. Könnte, glaube ich, noch nützlich werden. Jetzt direkt raus. Okay, ich wollte das Ding auf jeden Fall loswerden. Du hättest, glaube ich, auch rausgekonnt. Ich hoffe jetzt nichts irgendwie... Ja, wir werden sehen, was hinten sein könnte jetzt. Okay. Sieht eigentlich ganz schlecht aus hier. Ich glaube, selbst mit Aquawelle müssten wir potenziell noch tanken drüben. Du kannst jetzt halt leider halt gut runterfahren. Ich glaube, die Aquawelle müssten wir noch tanken. Eins. Okay, das wäre noch wichtig gewesen. Egal. Haben wir einen Eissturm? Nee. Wir machen eine Aquawelle. Wir werden sehen. Vielleicht auch nur Erdkräfte, wenn wir Glück haben. Und tatsächlich die Aquawelle und die finished. Okay. Ja, auf jeden Fall interessant. Das war jetzt leider die Loose Condition mit Aquawelle, aber macht auch Sinn. Ihr habt es gesehen gegen Flyer. Gegen Flugpokémon macht man extrem viel Schaden. Ja, gut, ich meine, letztes Set, da war glaube ich auch mehr drin. Egal. Das Team ist, denke ich, okay. Sagt mir gerne, was ihr so am Start habt. Aber Smogmog macht zumindest mal Bock. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Euch viel Erfolg und Spaß bei eurem Kämpfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.